Hi Leute, ich bin zurück mit einem ganz neuen coolen Video. Und zwar bin ich hier in Venedig mit Michael. Michael ist Make-up-Artist für Armani Beauty. Und ich bin hier in Bademantel, mega aufregend. Aber das bleibt nicht so, weil Michael macht mich jetzt ready für den Red Carpet. Ich raste aus. Geht's dir super. Gut? Erzähl was. Ja, du, ich meine, schon 8 Tage Venedig. Wie soll es einem gehen? Ziemlich heiß ist es draußen. Oh, aber stimmt. Wir sind Gott sei Dank klimatisiert. Mhm. Aber ich werde natürlich versuchen, dein Gesicht so zu präparieren, dass du nachher auf dem roten Teppich nicht ins Schwitzen kommst, sondern super schön ebenmäßig aussiehst und dass das Make-up ganz toll hält. Red Carpet Look ist ja immer was Besonderes. Ne? Ja, da wollen wir die Haut natürlich jetzt erstmal gut vorbereiten, dass die schön durchfeuchtet ist, dass sie einen tollen Glow hat. Super, ich erfrische einfach mal die Haut. Nehmen dazu ein abtragendes, wunderbares Gesichtswasser, was auch gleichzeitig verfeinernd für die Poren wirkt. Auf der einen Seite verfeinernd, auf der anderen Seite feuchtigkeitsspendend. Und das merkst du jetzt auch. Das ist unsere Armani Prima Linie. Prima deswegen, weil sie wirklich für unseren Backstage-Bereich entwickelt worden ist. Mhm. Also auch alle Models werden damit behandelt und geschminkt, beziehungsweise abgeschminkt oder aufgefrischt, bevor wir Make-up loslegen. Und vielleicht riechst du es auch. Hier haben wir Lychee-Extrakt mit drin. Deine Haut wird also gleich aussehen wie die einer geschälten Lychee natürlich. Sorry. Okay, das war jetzt. Mental Breakdown, we love it. Bist du gestresst so vor Red Carpet oder wenn du die Leute schminkst? Nein, eigentlich nicht. Also es kommt natürlich immer auf die Energie auch drauf an. Manche Celebrities und Stars sind natürlich selber sehr aufgeregt. Ne? Das versuche ich dann natürlich auszugleichen, indem wir das so ein bisschen abfedern. Jetzt nehme ich erstmal eine schöne Augenpflege für dich. So ein bisschen die Augenpartie auch auffrischt. Und da ist natürlich nachher auch der Concealer, den wir auftragen, der wird sich dann nicht so leicht in ganz kleine Mimik, die man ja immer hat. Ich meine, auch wenn du eine super Augenpartie hast, die ist offensichtlich schon sehr gut gepflegt worden, immer. Danke. Regelmäßig, ja, wie ich das sehe. Das Tolle ist, es ist auch ein kombinatives Produkt für Augen und Lippen. Das heißt, ich trage das jetzt auch auf den Lippen auf, sodass du das auch gleich spürst. Es kann so ein bisschen prickeln und wird auch so ein bisschen praller. Denn also die kleinen Trockenheiten im Lippenbereich werden da so richtig aufgepolstert dadurch. Ne? Moisturizing Balm, eine quasi wasserfreie Creme, die bei Kontakt mit der Haut schmilzt. Dass sie wirklich super schön in die Haut schmilzt. Und es nennt sich ja auch Glow-on-Balm. Wir haben also hier neben dem Lychee-Extrakt, den ich ja vorher schon erwähnt habe, haben wir hier auch sogenannte flüssige Spiegel mit drin. Das heißt, das Licht wird super schön reflektiert. Mhm. Ich glaube, das kann man jetzt schon sehen, dass du also hier so einen tollen Glow bekommst. Ist es dann für alle Hauttypen? Im Prinzip für alle Hauttypen. Also wir haben hier auch jetzt keinen Anti-Aging-Faktor, sondern wir haben hier wirklich nur reinen Feuchtigkeitsfaktor aber auch eine Make-up-verlängernde Wirkung. Also auch wie eine Base eigentlich. Das ist quasi schon fast wie eine Base, wobei wir nachher noch Primer auftragen natürlich. Mhm. Primer haben wir insgesamt sogar 6 Primer im Programm. Okay. Du siehst also, Spitzendessous kann man nicht genug haben. Ja. Somit hat Armani auch nicht genug Primer. Und deswegen verwende ich gleich 2 Primer bei dir. Mhm. Einen speziell für die T-Zone. Das ist ein mattierender Primer. Mhm. Der funktioniert wie so ein Klettverschluss, kann man fast sagen. Also das, was drüber kommt, bleibt wirklich toll sitzen. Mhm. Und dann haben wir was ganz Neues. Das ist der Luminous Silk Primer. Und ich glaube, bei Luminous Silk, da klingelt schon was bei dir. Fairy Foundation. Und weil die natürlich auch unsere absolute Top Foundation ist, das Lieblingsprodukt aller Stars, aller Celebrities. Kim Kardashian nimmt ja auch Luminous Silk Foundation. Ich habe den Tweet mal gesehen. Und deswegen wird jetzt ganz neu eben passend dazu auch ein Primer kommen, der diese Luminosity und diesen Glow einfach schon mit im Zusammenklang mit der Foundation eben verstärken wird. Cool, ich bin sehr gespannt. Denn die nehmen wir ja heute auch bei dir. Ja. Na klar, für den Red Carpet brauchen wir natürlich Luminous Silk Foundation. Ja? Aber zunächst behandle ich die Partien in deinem Gesicht, die vielleicht doch, auch obwohl du jetzt eine ganz feine Haut auch hast und die nicht so zu Glanz neigt, aber die doch vielleicht mal ein bisschen mehr transpirieren können. Das ist die sogenannte T-Zone. Und ich glaube, man kann schon sehen hier an den Zonen, wo wir den Primer auftragen, ist es wie so ein Löschblatt. Die Poren werden ultra fein, fast unsichtbar hier. Mhm. Und es ist auch ein ganz tolles Hautgefühl. Wie lange bist du schon Make-up-Artist? Eigentlich bin ich jetzt im Beauty-Bereich seit 22 Jahren und davon jetzt im 4. Jahr bei Giorgio Armani. Wahnsinn. Ja, aber es ist ja nie, dass es dann fertig ist. Es ist immer eine Entwicklung. Es ist immer ein Learning by Doing. Also man ist jetzt nie, dass man sagt, okay, ich habe da mal Make-up-Artist gelernt und das bin ich jetzt, sondern
auch heute noch habe ich immer noch Dinge, die dann ein Aha-Erlebnis erzeugen. Und man hat immer es noch, verändert sich ja es verändert auch so sich, viel. Die Trends ja. verändern sich, ja, genau. die Techniken verändern sich ja. und ja, die Texturen vor allem, also die Technologien verändern sich. So, und jetzt gebe ich hier auf diese Partien den Hydrating Primer, der eben den Glow dann auch verstärken wird. Hast du so einen Red Carpet-Tipp, so Make-up-technisch? Das ist natürlich immer eine Sache, die individuell auf den Look abgestimmt wird. Also es gibt jetzt nie einen kompletten Look, den man sagt, okay, wenn ihr auf den Red Carpet geht, dann geht nur das oder nur das. Wichtig ist einfach, dass man immer irgendwas dabei hat, um vielleicht mal, wenn man gerade wenn man einen roten Lippenstift trägt, dass man natürlich einen kleinen Taschenspiegel hat, um immer zu kontrollieren und vielleicht ein, zwei Q-Tipps, damit man vielleicht einen Concealer auch, damit man so leichte Ränder, die sich dann so ein bisschen verschieben könnten, obwohl wir sehr exakt arbeiten werden. Aber gerade beim roten Lippenstift sollte man darauf achten, dass man was ganz Kleines zum Korrigieren dabei hat. Ja, so ein Survival-Kit, sage ich jetzt einfach mal. Ne? So. Aber ansonsten ist im Prinzip alles möglich. Vielleicht auch wichtig, dass man nicht zu viel, dass man nicht denkt, okay, heute ist Red Carpet, also mache ich alles, was geht, ja, sondern dass man schon wohl dosiert. Ne? Also ich weiß nicht, ob du schon von deinem Outfit was verraten möchtest oder an der Stelle. Nein, sagt sie. Okay, dann verraten wir mal noch nichts. Gut. Ja. Dann würde ich sagen, starten wir die Foundation. Ja, cool. Denn das ist immer das A und das O. Bei Armani ist der Teint das Allerwichtigste. Ich glaube, du weißt ja auch, man hat ja auch manchmal so Tage, wo man sich nicht ganz so gut fühlt. Ja, dann liegt es einfach immer daran, dass die Haut, man guckt in den Spiegel und denkt, oh Gott, irgendwas ist jetzt heute, ich glaube, ich sehe heute grau oder fahl aus. Es ist immer die Haut, die diesen Indikator ist. Ob man jetzt strahlend wirkt, ob man eher müde, fahl wirkt. Es liegt immer an der Beschaffenheit der Haut. Deswegen ist die so wesentlich. Ne? Und das ist eigentlich auch die größte Kunstform, eine tolle Haut zu kreieren. Ich meine, man sieht ja viel, es wird viel auch mit Baking gearbeitet oder sehr massive Texturen. Bei Armani ist es immer hauchtransparent. Und auch wenn wir die Shows schminken, für Mr. Armani selber, der immer bei den Shows zugegen ist, der jedes Make-up kontrolliert, für ihn ist es das Wichtigste, dass es nie maskenhaft aussieht. Also, dann werde ich jetzt Luminous Silk bei dir verwenden. So, super. Also ihr seht jetzt auch hier schon hauchdünn. Sehr gespannt, wie mein Look gleich ausschaut. Ja, wir haben das ja schon so ein bisschen vorbesprochen. Ne? Ich arbeite immer von innen nach außen. Und dann kann ich eben auch schauen, okay, wo ist jetzt zum Beispiel mehr Deckkraft gefragt? Dann gebe ich einfach eine zweite Lage an die Stelle. Oder wo reicht es, wenn ich es einfach nur ausblende? Ne? Denn du hast eine super Haut. Ich sage auch immer nur so viel wie wirklich nötig. Ja, gerade bei einer jungen Haut. Man will ja diese Jugendlichkeit eigentlich betonen oder diese Duftigkeit. Und deswegen wollen wir die nur dementsprechend in Szene setzen. Im Nasenbereich immer sehr exakt arbeiten. Da gehe ich aber auch gleich nochmal mit Concealer ein bisschen dran. Aber es ist meine Nase ist schwierig. Ja, eigentlich nicht. Also findest du? Ist alles wunderbar. Und du hast ja auch gut Peeling gemacht, denn das würde sich hier sofort zeigen in den kleinen Ecken an den Nasenflügeln, dass sich das da absetzt. Healing, ich habe es jetzt gelernt. Ach, guck mal, siehst du, habe ich gleich schön erkannt. Sehr gut, 100 Punkte. So, jetzt kriegst du 10 Stunden Schönheitsschlaf von mir. Love it. Aus Gesicht gezaubert. Vielleicht darfst du das mal halten. Sehr gerne. Und zwar für die Augen benutze ich immer so einen Trick, den wir im Backstage-Bereich anwenden. Das ist einmal Concealer und zwar Power Fabric Stretchable Concealer, der sich super verteilen lässt. Und da gebe ich einen Tropfen flüssiges Licht hinein. Das ist unser magisches Fluid, nennt sich auch Fluid Embellisseur, also Verschönerungsfluid. Ungefähr so im Verhältnis 1:1 gebe ich einen Tropfen dazu. Und so hast du quasi die Deckkraft des Concealers, aber gleichzeitig Licht eines sogenannten flüssigen Beleuchters. Ist kein richtiger Highlighter, aber fängt das Licht besonders ein. Jetzt mal nach oben gucken, Augen mal schließen. Ich nehme das auch gleich als Base fürs bewegliche Lid. So, als nächstes wollen wir dem Ganzen, jetzt sind wir ja sehr flächig, wollen wir dem Ganzen ein bisschen Licht und Schatten noch verleihen. A-Contour, hast du das schon mal probiert? Ein irres Produkt. Okay. Verzichtet komplett auf, ich sage jetzt mal so rötliche Pigmente oder sowas, was man oftmals hat. Da hattest du mich schon, bei nicht rötliche Pigmente. Okay, so viele sind mit so vielen roten Pigmenten, das sieht nie schön aus. Wir wollen ja nicht irgendwie damit jetzt schon Frische geben, sondern wir wollen ja lediglich einen Schatten erzeugen, weil wir Vertiefung einarbeiten wollen. Und ein Schatten ist ja nie rötlich oder sonst was, der ist einfach, ich sage jetzt mal, grau oder einfach dunkler als das, was wir haben. Genau. Und das kreieren wir jetzt. Darfst du jetzt mal ein sanftes O für mich singen? Oh. Genau. Und das ruhig mal beibehalten. O.
Genau, und dann tritt nämlich dieser Wangenknochen viel schöner raus. Viele machen ja diesen Fehler und saugen komplette Haut ein. Dann verzieht sich die gesamte Physiognomie. Und das wollen wir ja gar nicht, sondern wir wollen ja im entspannten Zustand, dass die Produkte an der richtigen Stelle sitzen. Wir machen jetzt auch ein Contouring, was wirklich auf die Nähe funktioniert. Ne? Mhm. Das heißt, viele Contourings, also jetzt gerade wenn du hier schwarze Striche machst an der Nase und so, die funktionieren ja nur aus einem Winkel, nämlich wenn dieses Foto dann gemacht wird, frontal mit dem Ringlicht-Ausleuchtung. Ja. Mhm. Sobald du dich wegdrehst, dann würde ja jeder siehst sehen du und dann. Du stehst jetzt da und bist vielleicht beim Empfang nachher am roten Teppich und dann würde ja jeder sehen, das sind schwarze Striche. Es funktioniert ja nur eigentlich, das kommt ja aus dem Theater, es funktioniert nur auf Distanz und mit der Frontalbeleuchtung. Mhm. Deswegen machen wir natürlich jetzt eine Red Carpet Contouring und das ist immer viel subtiler. Ja? Schön. Ist auch ganz wichtig. So, und jetzt darfst du mal so ein ganz sanftes O nochmal für mich formen. Genau, weil jetzt wölbt sich die Lippe und ich werde jetzt hier einfach auch ein Tickchen Schatten setzen und es gibt der ganzen Lippe hier ein super schönes Volumen nochmal zusätzlich und hier oben setzen wir dann gleich Licht. Also wir gehen immer gegen mit Licht und Schatten. Ja? Mhm. So, das Ganze auch an der Nase, aber wie gesagt, eben ganz subtil. Und das blende ich dann hier ein, dass du einen schönen Shape bekommst. Aber das ist selbst auf die Nähe überhaupt nicht sichtbar. So, jetzt gehen wir mit dem A-Highlight. A-Contour gerade benutzt, jetzt A-Highlight gehen wir dagegen. Schauen wir uns mal an. Das kommt dann eben direkt auf den Wangenknochen. Was sagt Baby? Ich habe ein Mikro nicht dabei. Sieht das ja super aus. Ich meine, wir wissen ja, Schimmer funktioniert auch nur in der Bewegung. Mhm. Ja? Und wenn ich jetzt also frontal vor meinem Spiegel stehe und sehe da schon weiße Balken, dann ist es zu viel. Ja. Der Schimmer darf eigentlich frontal so gar nicht groß sichtbar sein, sondern ich muss dann schon auch vor dem Spiegel, um das zu testen, meinen Kopf ein bisschen bewegen. Und ich glaube, das haben wir jetzt hier ganz toll sichtbar, dass wir hier das Licht haben, das Licht auch ganz toll eingefangen wird. Mhm. Und das setze ich jetzt eben auch hier an den sogenannten Amorbogen, ne, um den richtig schön auszuarbeiten. Jetzt kommt was Geniales zum Einsatz. Neon Youth Fusion Powder. Kennst du dieses Produkt? Nein, noch nicht. Noch nicht, das wird sich jetzt ändern. Ich benutze immer noch die Luminous Silk Powder Foundation. Luminous Silk Powder, okay. So, das ist natürlich ein Mattierungspuder. Jetzt haben wir ja so viel Glow gezaubert. Es wäre ja schade, wenn wir das jetzt einfach nur abmattieren würden. Mhm. Aber natürlich wollen wir es ein bisschen setten und haltbar machen. Mhm. Und deswegen haben wir Neo Nude Fusion Powder kreiert. Mhm. Und das ist alles andere als ein Puder. Aber es wird die ganze Geschichte verlängern. Aber trotzdem wird es deinen Glow verstärken. Love it. Es arbeitet nämlich sofort mit der hauteigenen Feuchtigkeit. Du darfst es mir wieder halten. Sodass es, wenn es jetzt mit der Feuchtigkeit deiner Haut in Kontakt kommt, verschmilzt zu einem Fusion, aber fixiert gleichzeitig. Setten das Ganze, aber der Glow bleibt erhalten. Mal Augen schließen. Auch hier gehe ich drüber, weil das Augenlid muss natürlich auch etwas fixiert sein. So Red Carpet Looks pudert man da viel, weil man sieht ja schon manchmal so krasse Puder Fauxpas. Ja, das ist also, wir versuchen immer bei Armani auf Puder zu oder so wenig Puder wie möglich, sage ich jetzt einfach mal, weil es einfach, natürlich musst du etwas setten. Ja. Deswegen haben wir gerade sowas, denn ich meine, wir haben jetzt gerade abgepudert und ich glaube, wir sehen trotzdem noch einen super Glow. Also es sitzt jetzt toll, aber es ist alles da. Mhm. Und deswegen haben wir sowas entwickelt, damit wir nicht diese Stumpfheit erzeugen, denn das Wichtigste für uns ist immer, Spiel mit dem Licht. Ne? Also ich sage immer, it's all about light, weil alles wird durch das Licht zum Leben erweckt. Alles, was wir verwenden an Make-up-Produkten. Es ist immer die Lichtwirkung, die interessant ist nachher. Ne? Ja. So, dann machen wir jetzt als nächstes die Augen. Und ich werde natürlich nicht so viel von deinem Outfit jetzt schon verraten, aber doch so viel, dass wir uns für ein rotstichiges Augen-Make-up entschieden haben. Und da denken jetzt wahrscheinlich manche, um Gottes Willen, wie soll denn das gehen? Und da ist mein erster Tipp, Rot funktioniert super toll. Da muss man gar keine Angst haben, ob man da jetzt irgendwie verweint oder so wirkt, wenn man es mit schwarzem Kajal kombiniert. Mhm. Das ist immer das A und das O, dass wenn man diese Farben benutzt, dass wir da, das darf ich dir auch schon mal wieder in die Hand geben, dass wir da erstmal konturieren und das ist auch immer mein Beginn für ein Smoky Eye, mal schließen mit dem schwarzen Kajal, indem wir wirklich ganz nah an der Augen, an der Wimpernlinie einen Kajalstrich ziehen und der kann auch ein bisschen abenteuerlicher aussehen. Der muss jetzt noch gar nicht so gerade gezogen sein, weil wir das nämlich verblenden. Das ist immer so das Geheimnis. Blending ist das A und das O, dass alle Farben oder alles, was man im Auge auch macht, außer man hat diesen typischen Signature Eyeliner Look, der immer
muss natürlich scharf gezogen sein. Aber dass man sonst alles eben wunderschön ineinander laufen lässt und blendet. So, und jetzt blende ich einfach den oberen Rand dieser Linie leicht nach oben aus. Also die untere Seite dieser Linie bleibt konzentriert, aber der obere Rand, den löse ich nach oben hin auf. Und da haben wir schon, wie das auch der Name sagt, Smoke, also Rauch, der ja von einer konzentrierten Stelle sich irgendwie nach oben hin verflüchtigt. Und das ist hier eben jetzt der Fall. Wir sind ja jetzt eine italienische Marke, deswegen nennen wir diese Augen Sfumato-Eis. Wie? Sfumato. Sfumato, also Sfumato. Rauchige Augen. Ne? Sfumato. Sfumato, Sfumato. Mein Lieblingswort ist Allora. Allora, che allora. Cosa? Und jetzt kannst sprichst du sagen, nein. Aber jetzt kannst du sagen, Sfumato. Sfumato. Und jetzt geben wir einen Liquid Eyeshadow dazu. Mhm. Keine Angst vor sowas. Ich denn, liebe Liquid. Ja, siehst du? I love it. Einfach mit dem Applikator drauf geben, denn das Tolle ist, er wird nachher wasserfest. Ja? Also im ersten Moment natürlich cremig, flüssig, danach super haltbar, super haftfest. Mhm. Und jetzt sieht man schon, wie dieses Dunkle in dieses leicht Bordeaux-Rote übergeht. Sieht super edel aus, da gebe ich nachher an den äußeren Winkel noch was Dunkleres. Und wichtig, schön nach außen ausblenden, dass es wirklich edel und weich aussieht. Ja, ich glaube, das kann man schon ganz gut sehen. Smoky Eye, zumindest mal die Basis. So, mal nach oben gucken. Und dann eben auch an der unteren Linie. In die Wasserlinie würde ich nachher gerne noch einen wasserfesten Kajalstift geben. Und außen nehme ich aber immer gern den Kohlkajal, um einfach das Blending besser machen zu können. Hast du so einen Lieblingspart in Make-up? Ich liebe Augen. Also Augen ist wirklich so ein Steckenpferd, muss ich sagen. Echt? Ja, liebe ich auch wirklich, etwas stärker zu arbeiten. Also du hast ja auch gesehen hier diese tollen Spezialapplikatoren. Der ist ja auch so spitz gemacht, dass du ihn so, also flächig haben wir es gerade schon verwendet, hier oben. Und jetzt nehme ich die Spitze, mal hochgucken, dass du ganz präzise mit dieser Spitze auch direkt hier arbeiten kannst. Und ich meine, in dem Fall habe ich dir die Produkte ja auch alle mitgebracht, dass du das natürlich auch mal für dich zu Hause nachmachen kannst. Dankeschön. Aber eben jetzt auch, wenn man professionell gerade, du hast Backstage angedeutet, dann sind diese Applikatoren auch ganz toll geeignet. Dann trage ich einfach mir das Produkt auf den Handrücken auf und nehme es dann von hier aus ab. Auch wenn ich nicht genau weiß, wie ist die Deckkraft vom jeweiligen Produkt. Immer erstmal über den Handrücken gehen, dass ich sehen kann, wow, wie hoch ist das Ding pigmentiert. Nicht, dass ich hier eben zu viel Pigment einsetze und dann nachher nicht mehr klarkomme. In der Zwischenzeit nehmen wir auch eine Puderpalette dazu. Ja. Eine meiner Lieblingspaletten. Festival, denn Gold, Braun und Rot, das auch wieder ist natürlich irre. Ja? Jetzt gebe ich dir erstmal an dem äußeren Winkel ein bisschen Dramatik, indem ich diesen Dunkelbraun über diese schwarze Linie, die wir gezogen haben, etwas einblende. Und auch hier unten. Das ist immer wichtig, dass wir da etwas breiter gehen und schön nach außen blenden. Beim entspannten Auge geradeaus gucken, ne, und dann sehe ich die Form. Auch wenn ich nachher das Ergebnis prüfe, machen ja viele den Fehler, die ziehen sofort die Braue hoch und dann verschiebt sich natürlich alles. Ja. Und du musst immer entspannt gucken, wenn du das Augen-Make-up testen möchtest oder die Wirkung des Augen-Make-ups testen möchtest. So, jetzt geben wir noch einen tollen goldenen Effekt aufs bewegliche Lid, nur in die Mitte, denn auch Gold wird nachher in deinem Outfit eine kleine Rolle spielen. So viel sei schon mal verraten. So, jetzt habe ich dir hier noch so mit Liquid einen goldenen Effekt gesetzt. Der ist schön weich, ne? Ja, was ist das? Das ist der wasserfeste. Ist das ein Pinsel? Naja, das ist ein Ach krass, ein Pinsel. Das fühlt sich ja, ich dachte, das wäre so ein Pinsel. Nee. Also es ist wirklich eine Mine, die aber ganz, ganz weich ist und toll schmilzt und ein wasserfestes Ergebnis erzeugt. Mhm. So, ich glaube, man sieht schon, es nähert sich schon einem Gesamtbild. Mhm. Na, rötlicher Lidschatten mit dem schwarzen Verlauf, leichtes Smoky, nach außen mit dunkelbraun ausgeblendet. Ich glaube, das ist schon ganz Red Carpet tauglich. Jetzt Augenbrauen. Suche ich einfach hier die kleinen Lücken mal zu schließen. Das wird da auch jetzt nicht zu künstlich gehen, sondern den höchsten Punkt definieren, um einfach diese Weichheit. Du hast ja jetzt ein ganz weiches Make-up. Ne? Wir haben keine scharfen Linien, keine harten Kanten. Und das wollen wir natürlich jetzt durch die Augenbraue
nicht verfremden, sondern die soll auch sanft und fast natürlich. Nti, hattest du mal so einen Moment, der für dich extrem stressig war oder wo du heute drüber lachst? So Star-Allüren, keine Ahnung, oder du hast was ganz Wichtiges in deinem Make-up-Kit vergessen? Also da gibt es natürlich einiges. Also man will ja da jetzt nicht so sehr aus dem Nähkästchen plaudern, aber so ein wirkliches Horror-Ding, das ist tatsächlich jetzt auch innerhalb dieser Festspiele passiert. Mhm. Da war tatsächlich jetzt der Celebrity, den habe ich, also der war ein bisschen im Verzug und dann mussten wir gleichzeitig Haare und Make-up machen. Oh. Also es wurde gleichzeitig geföhnt, während ich hier davor saß und quasi versucht habe, irgendwie kühl zu bleiben. Mhm. Also sie hat eigentlich bei mir getupft, weil ich davor saß und die heiße Luft abbekommen habe. Aber dann kam noch was viel Besseres, dann fiel ihr nämlich ein, dass ihre Beine geschwollen sind und sie die irgendwie mit Arnika-Salbe noch einreiben möchte. Und dann hat sie doch tatsächlich dann, also beim Make-up machen, sich so die Beine eingecremt. Das ist echt so lustig. Und dieses Bild, ja, es hat mir dann doch den Schweiß auf die Stirn getrieben. Ich glaube, das kann man sich vorstellen. Und bist du dann ruhig oder sagst du auch was? Nein, du kannst ja nicht sagen, du kannst nur... Jetzt halt still. Ja. das bin ich wieder. Ja, ich meine, du musst natürlich irgendwo, ja, die ist ja auch unter Stress, ne? Und du musst halt dann, du kannst nur an die Zeit appellieren eigentlich, ne? Dass man sagt... Hat man Angst, weil da so ein Promi sitzt, weil man dann einen Job verliert? Oder was ist das, was einen hemmt zu sagen? Weil einer Freundin würde man jetzt auch sagen, jetzt halt doch mal still. Was hemmt einen, das da jetzt zu sagen? Naja, weil es ist doch, mein Kopf es muss sagt ja doch, klar dass sein ich eigentlich, so machen kann, ne? Ja. Wenn jemand gerade Eyeliner ziehen will. Ja, theoretisch. Ja, was hemmt einen da? Ich meine, man möchte die Stimmung auch aufrechterhalten und derjenige soll sich ja auch comfortable fühlen und wenn das eben noch gemacht werden muss und die müssen in einer halben Stunde das Zimmer verlassen, so what? Aber man versucht es dann eben diplomatisch und ja, ist dann auch geglückt letztendlich. Wahnsinn, was für eine Ruhe ihr super habt. Jetzt Mascara, immer wichtig, dass es eine ist, die einen schönen Schwung erzeugt. Dann setze ich immer ganz von der Wurzel an, dass man das so richtig schön hochbiegen kann. Was hast du dir für die Lippen ausgedacht? Ja, da machen wir was ganz Besonderes, denn es gibt ja hier für die Filmfestspiele eine Spezialkreation von Linda Cantello, der internationalen Make-up-Artistin von Giorgio Armani. Mhm. Und das ist das Signature-Rot, die Nummer 400. Die liebst du ja auch schon, kennst ja auch schon gut. Und die ist dieses Mal mit einem leichten Goldpigment versehen, sodass wir das also auf den Lippen ganz toll aufgreifen, was in den Augen schon passiert. Und dann werden es ja auch gleich deine Follower sehen, was das dann auch in deinem Outfit irgendwie für eine Rolle spielen wird. Ja? Und das Tolle ist, Lip Maestro ist ja so eine, ich sage jetzt mal so ein halb mattes Finish, ne? Und hat eine super Haltbarkeit. Die erste Lage trage ich immer etwas dünner auf. Darfst du einmal die Lieblingsbewegung, also jetzt praktisch nachher, das war jetzt schon so eine Erklärung. Die Lippen jetzt sind, merkst du auch, schön matt durch diese Creme, die wir drauf haben. Das hält also gleich ganz toll. Und dann später einmal einpressen und dann die zweite Lage draufgeben. Okay. Leicht öffnen. Natürlich bei Rot heißt es immer, sich 2 Minuten länger Zeit nehmen. Dann halte ich dir jetzt einfach mal einen Spiegel vor, würde ich sagen. Oder okay. Ich glaube, hier haben wir die perfekte. Okay, ich habe hier jetzt zu meiner Rechten einen riesen Spiegel. Michael ist ready. Yes. Ich bin ready. Und darf ich gucken? Ich glaube ja. Ich sage 1, 2, 3. Dann schieben wir jetzt den Spiegel mal so leicht ins Bild. Oh krass, meine Haut. Die ist schön. Sehr voll glowy. Ja, obwohl es gesättet ist, ne? Und das ist alles nur wirklich wie eine Perle, siehst du aus. Krass. Ja, und Augen, rötliche Elemente, die super edel wirken. Na, wow. Die Special Creation auf den Lippen mit den leichten Goldpigmenten. Und ich glaube, passt nachher super zu deinem Outfit. Wow, ich komme gerade über die Haut nicht. So, wow. Das ist so heftig. Ja, du siehst die leichten Schattierungen trotzdem überall. Boah, die Kontur gefällt mir so gut. Ja, und du siehst auch, das Augen-Make-up wirkt aus jedem Winkel. Ne? Wenn du so seitlich guckst, stretcht es in diese Richtung und geht so ins Unendliche. Ich habe gerade so einen Geisha-Moment mit dem Ja, Tod, mit dem tatsächlich, ne? Und mit dieser makellosen Haut und so. Oh, wow. Ja. Okay, super. Michael, herzlichen Klasse. Dank. Ja, ich liebe meinen Look gerade. Ich bin ready für Red Carpet. Wir Perfekt. Haben gerade Zeitdruck, weil ich mich in 20 Minuten umziehen muss. Yes.
Vielen Dank. Gerne. Hat mich sehr gefreut. War mir ein Vergnügen. Bis ganz bald hoffentlich. Danke. Hast du ein Instagram? Ja, yes, auf jeden Fall, ja. Cool, dann verlinke ich Michaels Instagram auf jeden Fall ganz unten in die Infobox. Schaut vorbei. Ansonsten bedanken wir uns beide bei euch fürs Reinschalten. Bis Wenn bald. Ihr Fragen habt, super gerne in die Kommentare. Auf jeden Fall. Und ja, vielen Dank fürs Reinschalten. Wir sagen Tschüssi und oh, bis wow. zum nächsten Mal mit Arrivederci. Euch. Arrivederci.